Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Colony und heute werden wir wieder einige Treibstofftanks zu unserer MS Colony bringen, und zwar 6 Stück insgesamt von den ganz großen Treibstofftanks. Die haben 55 Tonnen insgesamt, genau, und die bringen wir hoch mit unserer Avalon 4B mit 130 Tonnen Nutzlast. Das sind natürlich 130 Tonnen, das sind hier gerade mal 110 Tonnen. Heißt, wir haben noch ein bisschen Treibstoff übrig, um dort die Lande ein bisschen aufzufüllen. Das Ganze werden wir dreimal machen. Da haben wir 6 von den Treibstofftanks. Und damit sind wir quasi perfekt vorbereitet für die nächste Mission. Und ich würde sagen, wir fliegen einfach mal los und bringen den Treibstoff zur Station.
Und da haben wir es mehr oder weniger. Die Rakete, die zweite Stufe hier, ist leider bei der Landung ein bisschen auseinandergefallen. War ein bisschen Pech. Hier haben wir ein Triebwerk verloren, aber an sich noch 2%. Hier war alles in Ordnung, 0,9%. Dann die Booster. Hier haben wir 4,5%. Dann ein bisschen weiter. Ich frage mich, wie weit die auseinander sind. Ah, gar nicht mehr so weit. Man kann das noch ganz gut erkennen. Hier haben wir 4,4%. Und der letzte Booster, da haben wir auch wieder das linke Triebwerk verloren. Wie bei der einen zweiten Stufe. Mit 1,7%. Also das ist ganz in Ordnung. Von 6 Stufen sind insgesamt 3 vollkommen heil zurückgekommen. 2 haben leichtere Schäden. Ich weiß nicht, was hier mit dem Orbit los ist. Der wackelt immer ganz schön herum. Und ihr seht, der hat quasi 55 und 55 Kilometer Orbit quasi schon verlassen. Ich weiß nicht genau warum, aber naja, gut. Wir sammeln hier einfach mal die Stufen ein, damit der Boden wieder frei ist. Und damit haben wir das auch. Und hier haben wir Station. Ich glaube, ich gehe mal hier aus der Zeitbeschleunigung raus. Wir haben jetzt hier volle Treibstofftanks, 6 Stück, also 330 Tonnen an Treibstoff. Das hier ist noch nicht ganz aufgefüllt, aber ansonsten alles. Oder? Moment. Da hat scheinbar noch ein bisschen was gefehlt. Okay, überall scheint ein bisschen was zu fehlen. Das kann man hier schnell mal auffüllen. So, so, so. So, okay. Perfekt, also hier fehlt auch nur noch eine klitzekleine Menge, knapp die Hälfte. Ansonsten war es das mit der Folge. Ja, das war die heutige Mission. 6 neue riesengroße Treibstofftanks anbauen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst mal ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!